So, da sind wir schon wieder zurück. Ihr seht schon, mit Fortnite gestern noch ein bisschen so rumgedappelt. Max hat mich wieder ein bisschen auf den Skin gebracht. Ich habe den ja auch. Aber natürlich habe ich ein bisschen anders. Vorweg, es gibt natürlich ein neues Update. Was kam mit dem Update rein? Eigentlich ziemlich simpel. Wir haben wieder neue Aufgaben. Lol. Dann kam natürlich das neue Fortnite Crew Paket. Sehen wir hier auch gerade den Skin. Ja, bei dem Skin muss sich halt jeder selber überlegen, ob man den haben will oder nicht. Ich selber mach's nicht mehr, aus einem ganz einfachen Grund. Hallo? Video? Das ist das doch schon gar nicht mehr. Warum zeigen die denn das noch? Das gibt's doch gar nicht mehr. Nee, die machen wieder Sachen. Siehst du, ist nämlich schon im Besitz. Ach so, so haben die das ja gemacht. Stimmt ja. Dann kriegst du ja noch die besonderen Pakete. Ich sag ja, bei Fortnite bin ich so gut wie raus. Aber wie gesagt, das hier ist der neue Crew-Paket-Skin. Dann, wie gesagt, neue Aufgaben. Das sind die hier, die vier Stück. Dann mal kurz rüber geguckt, was ist im Update noch neu. Einfach klar, dass wir die Sprungfelder kurz drin haben. Ob die drin bleiben, wird sich zeigen. Dann der Hochstapler-Modus haben sie jetzt auch komplett geändert. Es ist halt jetzt wirklich wie Among Us. Du hörst alle, wenn du tot bist, kannst du nur noch mit den Toten, glaube ich, reden. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber es ist halt wirklich komplett wie Among Us. Also schon nicht schlecht gemacht. Dann, was kann man noch ändern? Battle Royale Matches und Kreativen, denen die Tageszeit nicht schön. Also man kann jetzt anscheinend die Tageszeit ändern. Ansonsten kam eigentlich nichts Neues rein, außer halt die neuen Aufgaben. Und halt, wie gesagt, der Hochstapler-Modus wurde dann noch mal ein bisschen geändert. Denkt dran, in Rette die Welt können wir natürlich wieder ganz entspannt unsere V-Bucks abholen. Ich sehe auf meinem Kanal, ich lade ja eigentlich gar nichts mehr hoch. Aber in Rette die Welt ist halt wirklich immer noch am meisten los. Komischerweise könnte vielleicht an den V-Bucks liegen. Natürlich spinnt jetzt wieder meine Aufnahme. Hallo? Aha. Ich wollte gerade sagen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt vorbeizukommen, einfach auf Twitch, ihr seht, 300 V-Bucks bekomme ich am, was haben wir heute, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, am Samstag. Also Rette die Welt lohnt sich halt immer noch, selbst nur das Login lohnt sich da auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, ich mache mich auf den Weg online zu gehen. Wie gesagt, wer dabei sein will, immer noch Twitch, Card86 und in dem Sinne, guckt auch unten in der Videobeschreibung vorbei und haut rein.